Steffi, geh mal weiter nach links. Ach, okay, schön. Super. Ja. Oh, Kameramann, Tonmann, Schnittmann, alles in eins. Grüßt euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir stehen hier auf dem Hof bei den Holzwerten Ladenburger in Geitheim. Und das hat bestimmt einen besonderen Grund, ne? Richtig, wie ihr wisst, waren wir letztes Jahr schon auf der Bauma 23 und haben dort den Messestand von Ladenburger begleitet. Und das hat uns richtig viel Freude gemacht. Und dieses Jahr dürfen wir das nämlich auch tun. Auf der, ich wollte gerade sagen Bauma, 24, nein, auf der Dach und Holz in Stuttgart. Und die findet vom 5. bis zum 8. März statt. Und wenn ihr uns sehen wollt, dann sind wir vom 6. bis zum 7. März dort. Genau, und was uns dort erwartet, das wird uns jetzt der Nikolai erzählen. So, hi Nikolai. Hi Steffi. Wir sind ja beim Du, wir kennen uns schon aus der letzten Messe, die Bauma, letztes Jahr, richtig? Und heute sind wir hier bei Ladenburger und dürfen euch ein bisschen begleiten, besuchen. Und du erzählst uns jetzt mal, was du hier überhaupt machst. Genau, wir hier in Ladenburger oder in Geithain bin ich fürs Marketing, für die Vertriebsstrukturen so zuständig. Ein bisschen in der Produktentwicklung, in Zusammenarbeit mit unserem Geschäftsführer, den Herrn Hauber. Was wir heute mit vorstellen, auch auf der Messe vorstellen wollen. Deswegen sind auch alle herzlich eingeladen, um sich das anzugucken. Es ist vielleicht darstellerisch nichts Neues, weil die Produkte gibt es schon. Aber wie sie in die Anwendung kommen, wie sie auf die Baustelle kommen, wie sie zum Verarbeiter kommen und schlussendlich zur Bauhülle, das ist noch relativ neu und gibt es unseres Erachtens nicht so großflächig auf dem Markt. Okay, super. Das also finde ich sehr spannend. Erzähl uns doch mal genau, was uns jetzt auf der neuen Messe erwartet. Genau, und zwar anhand dieses Musters im Hintergrund, wir wollen ein vorgefertigtes Fassadenelement anbieten. Jetzt aber Achtung, nicht als Lieferant, sondern als Zuarbeiter für den Handwerker. Das heißt, für diverse Fassadenarbeiter, Holzbauer natürlich, unsere Hauptkunden, unser Kundenklientel und natürlich auch der Handel. Weil, wie sind wir darauf gekommen? Es ist so, dass die Baustellen immer verrückter werden. Das Zeitmanagement ist sehr, 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 sehr wichtig heutzutage, weil die Zeitabgaben sind ja meistens sogar vom ersten Spatenstich notwendig. Somit haben wir gesagt, okay, der Handwerker oder das Handwerk ändert sich ja auch sehr stark. Hier haben wir ein Produkt, was mehr oder weniger montagefertig als Fassadenelement auf der Baustelle montiert werden kann. Das also finde ich richtig gut, weil es wird unheimlich, unheimlich viel Zeit ersparen. Das kommt ja auch hervor. Genau. Und du brauchst nicht mehr so viele Handwerker. Und auch ein riesengroßer Vorteil für die Arbeitsvorbereitung, sei es in der Architektur. Oftmals hatten wir das Problem, dass wir eine Sichtbreite hätten oder eine Deckbreite, wie wir es nennen, oder eine dementsprechend kalkulatorische Federbreite. Das heißt, wir haben ja immer ein gewisses Maßverlust bis jetzt gehabt. Ja, mit, sage ich mal, mit einem vorgefertigten gerechneten Rastermaß oder Element können wir eine Kostenstruktur auch dem Architekten anbieten, dass er ein Endprodukt anbietet, was, sage ich mal, die Kosten, das Kostenvolumen auch wirklich beibehält. Das heißt, dieses Rumtricksen, Rumrechnen entfällt. Das heißt, man hat auch wieder hier eine Ersparnis für viele Vorbereitungen in der Planung. Finde ich gut. Ausführung. Auch auf beide Seiten natürlich. Ne? Genau. Nikolai, für mich sieht das aus wie das Produkt Skyline-Kontrast vom letzten Jahr. Ist es so oder ist es doch ein anderes? Fast. Weil wir reden zwar auch von einer vertikalen Fassade, also sprich eine stehende Fassade, haben aber hier ein komplett anderes Produkt. Und zwar ist es bei uns ein Wechselfalz, nennt sich das. Ja. Das heißt, du hast hier einzelne Bretter, die mehr oder weniger aneinander gestellt sind. Haben auch hier schon den nächsten Vorteil, den wir mit präsentieren, dass du eine schräge Abtupfkante hast mit einer 20 Grad Abkappung bei uns auch im Werk. Was ganz besonders ist, ich drehe das Muster mal, dann sieht man es ein bisschen besser. Du siehst, die Farbe, die wir aufbringen, ist bereits auch auf der Tropfkante aufgebracht. Das heißt, im Werk bekommst du eine sechsseitig behandelte Oberfläche. Außerhalb dem Wechselfalzbrett natürlich unsere altbekannte Skyline-Fassade, dein Liebling, ist auch mit dabei und viele weitere. Wir legen aber dieses Mal ein bisschen mehr den Fokus auf die naturnahe Kollektion. Ja. Die kennst du so ein bisschen vom letzten Mal, aber wir gehen immer jetzt noch tiefer in die Materie mit unseren Holzfurnier, beziehungsweise halt aus der Region, das heißt Deutschland und europäisches Umwelt. Ein bisschen einfach grüner wird. Ja, genau. Schöner Begriff. Okay. Es wird ein bisschen grüner, es wird ein bisschen nachhaltiger, weil das Thema halt immer akribisch wächst. Klar, der Wegfall der sibirischen Lärche ist euch ja letztes Jahr bei der Messe auch so ein bisschen mit aufgefallen. Wurde jetzt nochmal ein bisschen akuter, die Ware auf dem Markt ist weniger geworden. Und es gibt also ein Team aus Kanada,
Mhm. Aber dann haben wir gesagt, warum 3000 Quadratmeter, Kilometer in die eine Richtung fahren, mhm. wenn wir super Holz in der Region haben. Vor Ort. Und das ist auch ein sehr großer Fokus okay. auf der Messe. So, du hast uns schon mal einen guten Einblick gewährt, mhm. was es so geben wird. Kannst du dann noch den Zuschauern erzählen, wo wir uns dann befinden werden? Genau, die Messe selber heißt ja Dach und Holz mhm. in Stuttgart, mhm. Messe Stuttgart, Flughafen, mhm. wird die meisten kennen. Wir sind in der Halle 10, Stand 305. Mhm. Ich persönlich bin ja Montag bereits schon da zum Aufbauen, zum mhm. Ausjustieren, zum Helfen, bis Freitag. Und ich habe auch gehört, da kommt auch jemand auch noch am Mittwoch, habe ich gehört. Ja, ich glaube schon. Also Sebastian und ich, wir werden mit dort sein. 2 Tage sind wir, glaube ich, da. Genau. Cool. Also wir freuen uns schon sehr, dass wir euch dieses Jahr auch wieder begleiten dürfen. Wir auch. Es hat uns letztes Jahr schon mega gefallen. Und wenn ihr dabei sein wollt, kommt gerne vorbei. Richtig? Gerne. Wir freuen uns über jeden Besucher. Natürlich auch Unterstützung von euch. Und freuen uns wieder. Super. Das ist schon eine Aufnahme? Wieso habe ich eigentlich das Brett in der Hand? Weiß ich nicht. Es wurde mir überreicht. Um eine Vorankündigung. Ja. Erzähl. Vor Ort auf der Messestand. Genau, wir begleiten auch wieder die... Anfang. Und wir dürften da... Nee, ich glaube 6.7., ne? Scheiße. 6.7. 5. bis zum 8. Nochmal von vorne. Wie? 5. bis zum 8. geht die ganze Messe. Aber wir sind 6.7. Ich habe recht. Ja, okay. Dann sag du das.